Ja, hier sind wir am Impfzentrum des Rheinkreises Neuss, am Hamfelddamm in Neuss, wo ja auch unsere Meerbuschauer Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen sind, sich hier impfen zu lassen. Ich verbinde das direkt mit der Hoffnung, dass das auch wirklich viele tun, viele Gebrauch machen von dieser Möglichkeit der Impfung. Die Schreiben von der Landesregierung und dem Landrat werden ja in diesen Tagen bei Ihnen ankommen oder sind womöglich auch schon angekommen. Zunächst gilt es ja für die über 80-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, hier einen Termin zu vereinbaren. Wir wollen uns einfach mal das Impfzentrum hier heute anschauen, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie das eigentlich so abläuft. Sie sehen unten eingeblendet eine Telefonnummer. Da erreichen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Ihnen gerne helfen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie dieses Impfzentrum hier erreichen können. Gibt es Möglichkeiten, dass Sie unterstützt werden? Schönen guten Tag. Hallo, Herr Bommers. Wir wollen uns einfach mal anschauen, wie das Impfzentrum hier am Hamfelddamm so funktioniert, wie es aufgebaut ist. Beschäftigt die Menschen ja gerade sehr intensiv, ne, was da alles auf uns zukommt. Und wir wollen so ein bisschen Hilfestellung einfach mal geben. Sehr gerne. Dann bitte ich Sie einmal, die Hände zu desinfizieren. Dann haben wir hier einmal ein Fiebermessgerät. Bitte einmal langsam den Kopf runter, bis es grün wird. Und dann kann man sehen, Sie sind grün und dürfen uns besuchen kommen. Also hier haben wir dann die eigentliche Anmeldung. Hier sitzen dann unsere Hilfsorganisationen, die halt auch nochmal gucken, darf diese Person bei uns reinkommen, hat die auch tatsächlich diesen Termin dabei. Wir gucken schon mal, dass die hier den Ausweis rausholen oder halt den Führerschein so, dass die sich hier irgendwie identifizieren können. Und dann würde es eigentlich direkt in die Impfstraßen gehen. Die Johanniter sind dabei, Malteser Hilfsdienst ist dabei, das Deutsche Rote Kreuz. Die haben einen großen Pool für uns gestellt, also die stellen uns auch die Rollatoren. Und wir möchten natürlich, dass keine Begleitpersonen eigentlich mitkommen, ne, sodass wir hier auch genug Personal haben, um die Leute halt hier durchzuschleusen. Wenn es unbedingt sein muss, darf die Begleitperson natürlich mitkommen, wenn es gar nicht anders geht. Aber wir versuchen halt so wenig Menschen wie möglich hier reinzulassen. Wir haben hier 8 Impfstraßen aufgebaut. Oben haben wir dann auch noch so visuell Lampen aufgebaut. Das heißt, wenn eine Impfstraße rot ist, die ist dann natürlich gerade besetzt, sodass man direkt vom Eingang aus weiß, gehe bitte in die Impfstraße 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist dann die eigentliche Registrierung. Das heißt, hier müssen Sie Ihre Unterlagen abgeben. Im besten Fall haben Sie schon alles vorausgefüllt. Das heißt, die Einverständniserklärung, den Anamnesebogen, also ob Vorerkrankungen vorliegen. Auf der eigentlichen Terminbestätigung ist dann ein Barcode drauf. Die Kassenärztliche Vereinigung kann das abscannen. Das heißt, alle Daten sind dann direkt im Computer. Man muss auch nichts mehr händisch eingeben. Und bei all diesen Schritten ist aber auch die Begleitperson von den Hilfsorganisationen noch mit dabei. Genau. Ne? Also, weil wir gehen auch davon aus, dass die 80-Jährigen jetzt nicht mehr vielleicht ganz so mobil sind und vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Was passiert hier? Hier ist der eigentliche Impfraum, das heißt, hier wird der Arm frei gemacht. Das heißt, vorher wurde ja schon abgeklärt, ob er überhaupt geimpft werden darf, ob der Anamnesebogen ausgefüllt ist. Hier wird dann der Arm frei gemacht, die Spritze wird gesetzt und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit der Impfung. Hier ist dann der eigentliche Wartebereich, weil nach der Impfung sagt man, dass man 15 bis 30 Minuten nochmal hier bleiben soll, um zu gucken, ob es mögliche Reaktionen gibt. Bisher im Rheinkreis Neuss hatten wir noch nicht großartige Reaktionen. Natürlich tut vielleicht mal der Arm weh, also wie so nach einer normalen Grippeschutzimpfung, ne, dass man dann vielleicht auch ein bisschen Husten und Schnupfen hat oder so. Aber großartige Reaktionen haben wir im Rheinkreis Neuss noch nicht gehabt. Wir haben dann da auch noch einen Bildschirm, damit diese 30 Minuten auch nicht noch so lang werden, ne, dass man halt noch ein bisschen nebenbei abgelenkt ist. Und ja, und dann kann man dort vorne dann durch den Ausgang wieder rausgehen. Und wenn eine Begleitperson dabei ist, die jetzt nicht unbedingt hier rein muss, kann dann auch den Impfring hinten wieder abholen. Okay. Und wie ist dann die Vorbereitung auf den zweiten Termin? Mit der Terminvereinbarung erhalten Sie direkt 2 Impftermine, das heißt den ersten und den zweiten Impftermin. Und so wie es aussieht, sind auch nur die ersten 3 Wochen an Terminen vergeben worden, sodass dann in der 4. Woche wir vormittags und nachmittags aufhaben, weil wir dann ja auch die ersten und zweiten Impflinge dann hier erwarten. Ich würde Ihnen gerne noch den Rekonstitutionsraum zeigen. Das ist der Raum, wo die Impfaufbereitung gemacht wird. Oh, das ist interessant. Alles klar, danke. Das hier ist der eigentliche Rekonstitutionsraum. Das ist der Raum, wo der Impfstoff aufbereitet wird. Der Impfstoff kommt in sogenannten Vials und aus diesen Vials erhält man 6 Impfstoffdosen. Das heißt, der muss ja dann noch aufbereitet werden und das passiert dann hier. Das passiert durch die pharmazeutisch-technischen Angestellten. Wenn wir in Volllast fahren, werden hier tatsächlich 4 Personen ständig sein und den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Impfstoffdosen aufziehen.
Sobald der Impfstoff das Lager verlässt, wird er ja schon aufgetaut. Er kommt dann hier an und wird bei einer Temperatur von 2 bis 8 Grad beziehungsweise auch wärmer verimpft. Das heißt, bei 2 bis 8 Grad ist er auch länger haltbar. Hier wird er dann aufbereitet, zur Impfstraße gebracht und dann wird er verimpft. Okay, also haben wir jetzt einmal den kompletten Durchlauf, den Ablauf, wie es funktioniert, sehen können, oder? Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, dann darf ich mich herzlich bedanken. Dass Sie unseren Zuschauern mal so einen Einblick gegeben haben, was Sie hier am Hammfelddamm im Impfzentrum erwartet. Und bleibt mir nur Ihnen zu wünschen, dass dann irgendwann jetzt auch hoffentlich dann auch mal wirklich es losgeht, dass genügend Impfdosen da sind und die Menschen hier entsprechend geimpft werden können.